Sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir wollen mal heute wieder über unsere Welpenerziehung von Chihuahua-Hundler, wollen wir uns heute mal um das Hundeklo kümmern. Wir sehen, wir sind jetzt heute mit dem kleinen Thierry. Wir sind jetzt heute aufgestanden, er ist jetzt gerade vom Bettle gekommen und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Das wird alles relativ schnell gehen, werdet ihr gleich sehen. Also er ist jetzt 10 Wochen alt und wir setzen ihn jetzt einfach mal auf das Klo. Hier, komm, mach ein bisschen, schnell. Machen wir schnell ein bisschen. Und ihr seht, er geht sofort rein und macht sich sofort sein bisschen. Also nach zehn Wochen, da gibt es auch kein Pardon. Komm, den machen wir gleich raus, weißt? So, siehst du, guck, machen wir ein neues rein. Guck mal. Machen wir ein neues rein. Jetzt kannst du das Stinkchen auch rein machen. Jetzt haben wir noch rein gemacht, das Stinkchen. Man muss sich eines im Klaren sein. Man möchte diese ganze Hundegeschichte relativ hygienisch halten. Und bei den Chihuahuas ist es so, dass die ja gerne in das Hundeklo reingehen. Man muss, habe ich am Anfang auch verkannt, sein Beinler war zu klein, um in das Korbele reinzugehen, in dieses Kistle reinzugehen. Und jetzt bin ich hingegangen und habe ihm ein kleines Treppele gebaut. Das ist ja auch ganz wichtig, denn das kleine Treppele, das soll eigentlich für ihn ein Abenteuerplatz sein. Sehen, jetzt hat er ein bisschen gemacht, jetzt geht er rein, jetzt schmeckt er natürlich an allem. Ganz gut ist es immer, wenn er ihm ein bisschen Holz reinlegt, weil es geht wie bei uns Menschen vielleicht auch nicht immer alles so schnell. Wir brauchen auch mal eine Zeitung noch, um ein bisschen was und uns ein bisschen einzustimmen. Ihr seht jetzt schon, es fängt daran schnuppern und das Thema ist beendet. Und so sieht es jeden Morgen aus. Man steht auf vom Bett, man geht raus, man geht gleich ans Hundekistle und er macht sofort seinen Stinkchen. Er macht auch an sein Bisi. Er macht auch eines nicht, er macht auch bei Tag das Ganze nicht, nebenhin, sondern er macht es immer ins Kistle rein. Am Anfang hat er dann auch versucht, den Stinkchen zu fressen. Das haben wir aber auch schon abgesehen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Selber. Dann kommt das Ritual bei ihm dann gleich. Er wascht sich dann, er putzt sich, er leckt sich, er tut. Und was ganz, ganz wichtig ist, oh ja, es ist gut, dass wir jetzt kein Geruchsvideo haben. Das muss natürlich klar sein. Der kleine Rapper, der stinkt natürlich schon, wenn er dann stinkig gemacht hat. Aber ihr seht, jetzt hat er seine Freude, gibt ihm ein Büchle vorne dran, damit er sich ein bisschen austoben kann. Was ganz gut ist, immer ein bisschen ein Stück Holz dazu legen. So, jetzt haut er ab, selber. Und jetzt geht er seines Tageswerk nach. So, und das ist die Geschichte vom Stinkchen machen und von den Kistler. Stellten wir auch 2 Kistler hin. Der Tiere Nummer 1 war so veranlagt, dass er nicht
Dort, wo er Bisi reingemacht hat, auch der Stinki reinmacht. Also da müsst ihr, das müsst ihr ein bisschen erkunden. Aber ihr seht, es geht nach 10 Wochen bereits, dass der Hund stubenrein wird. Und das ist also nur eine Sache, dem Kistle hier ein bisschen ein Abenteuer zugestehen. Er sitzt auch in das Kistle rein tagsüber und merkt dann an diesen Holzklötzle. Piri, komm! Und da hat er die größte Freude. So, das war jetzt mal für heute wieder mal ein kleiner Grundsatz aus der Hundeschule. Und wir werden natürlich noch weitere Videos zeigen und werden euch auch noch Videos zeigen, wie das Ganze dann letztendlich auch mit den Tagesgrundsätzen geht, Rituale und so weiter. Somit verbleibe ich jetzt mal. Bis zum nächsten Mal, euer Schadensanalytiker Wilfried Walder. Achtung, Achtung! Jetzt kommt ein Lederwitz. Nimm so einer. Tombola beim Mäuerfest, der Mobbing hat voll Glück. Er kriegt auch gleich den Hauptgewinn und nimmt die Globust mit. Ein paar Tage später wird gefragt, ob Frischbau funktioniert. Und du bist so doch eigentlich in dem Minimum Papier. Komm mal hin, mach doch Blädere. Ein Blinder trifft einen Dackel, der seucht mit seinen Schuhen. Drauf gibt der Blinde dem er Wurst und lässt ihn sonst in Ruhe. Ah, jetzt tust du noch belohnen, schreit noch sein Weib ganz barsch. Der Blinde meint so findes Maul und dann ab in der Arsch. Ja, das ist doch blöd. Er weiß ganz genau, dass sie mir ja gar keinen Witz merken können. Gell? Ich kann mir ja nicht einmal merken, was ich spielen muss. Das war ein Witz. Ein Bauer hat einen super Stier, kauft 500 Mal im Jahr. Beiling sagt 500 Mal, das ist doch wohl nicht wahr. Vielleicht kommst du mal in den Stall noch, vielleicht guckst du mit zu. Der Bauer sagt, es kann ja schon, aber ich bin gleich eine Kuh. Komplett dauernd. Ich ruf gestern beim Kurt an, na Gott sei Bierchen an. Ich frag ganz brav, ist Papa oder Mama denn nicht da? Doch, die sind gerade in der Schlafstube. Sieht mir der Kleine, wa? Hört doch im Brasen, weiß nicht recht, ruf später noch mal. Sogar der ist fein und 2-3 Mal, doch ich verwisch sie nie. Da frag ich, Buh, was denn die denn? Er sagt, die suchen mich.
Control pill. I once had a girl on Rocky Top, and maybe ever had.